There are tracks here too. Are these from a Toby Kadachi? But why here? Look, up there! Elektrisierend. Bester Spruch ever. So, mein kleiner Toby Kadachi. Lass dich nicht von seinen schnellen Bewegungen verwirren. Überrascht er dich, greift er mit seinen Klauen und seinem Schwanz an. Der Schlingel. So, schnelle Bewegungen bedeuten doch bestimmt, dass er einen Geschwindigkeitsangriff macht, oder? So, mal ehrlich. Das heißt, wir machen einen Technikangriff. Und wir gehen auf seinen Körper. Sehr gut, dass du dich dafür entschieden hast. So macht man das. Stolz auf dich, dass du das so gemacht hast. Wirklich. Brauchen wir nur das hier eigentlich? Warum darf ich das nicht machen? Wird ein... Achso, auf zweite Einheit auflädt. Okay, okay, Entschuldigung. Da finde ich den Hammer wesentlich angenehmer. Durch Konfrontationsangriffe aufladen. Also ich würde, wenn denn, lieber mit einem Hammer spielen als mit der Waffe. Aber wir brauchen erstmal etwas, die vergleichbar ist mit dem... Mit der Hammer. Elektrisierend. Ach, weil wir haben ihn verärgert. Du weißt doch, was zu tun ist, oder, Partner? Ja. Nein. Okay, er war die ganze Zeit auf Geschwindigkeit. Dann macht er doch jetzt garantiert Kraft. Also gehen wir auf Geschwindigkeit. Verdammt. Au. Ja, war doof, Mensch. Dankeschön, er brennt. So, was macht er jetzt? Technik, ne? Setze ich jetzt den Anjanjat ein. Ich mag den Anjanjat. Großer Anjanjat-Fan. Okay, wenn er Technik macht, dann machen wir halt Kraft. Bestimmt ein Angriff auf alle, oder? 100%ig ist das ein Angriff auf alle. Dankeschön. Mein Fell steht aufrecht und meine Schnurrhaare kribbeln. Er wird seine elektrische Ladung freipupsen. Naja, keine Chance, danke. Right on. Wir könnten jetzt natürlich warten oder wir machen einfach bumm.
um seinen Angriff abzuwehren. Hurra! Hüpf, hüpf. Er ist so ein kleines Känguru. Geschwindigkeit, ne? Und da mein Anjanjat wieder Technik macht, dann bleiben wir auch auf ihn. Oh, er macht Kraft. Nee, er hat Kraft die ganze Zeit. Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung, hab's vergessen. Da müssen wir aber nicht sehen. Machen alle Geschwindigkeitsangriff. Was, Kadachi Windmühle? Vielleicht sollen wir deswegen die Teile für die Windmühle holen, weil er eine Windmühle ist. Es tat auf jeden Fall weh. Gefällt mir. Er baut Elektrizität in seinen Schwanz auf. Zerbrich ihn, bevor es zu spät ist. Ist er nicht gleich tot? Heil du uns mal lieber brav, wie es sich gehört. Okay, er macht die ganze Zeit Geschwindigkeit, dann machen wir jetzt Technik. Wir können ja auch eintauschen. Auf MC Technik. Ich mag den Anjanjat, aber ich wechsle trotzdem auf MC Technik. Damit er gleich tot ist. Außerdem können wir gleich einen Bindungsangriff machen. Guck mal, das Monster kann nun unseren Schwanz nicht mehr zum Angriff nutzen. Sein Schwanz. Puh, das wäre geschafft. Wir sollten jetzt in den Lager sein, die Teile für die Windmühle zu holen. Wow. Ich habe immer noch tonnenweise statische Energie, die durch mein Fell fließt. Sei jetzt eine Pussy. Dankeschön für das ganze Tobi-Kadachi-Zeug. Das brauche ich für mein Schwert. Auch wenn ich lieber einen Hammer hätte, aber okay. Derzeit ist ein Hammer noch nicht drin. Working together brings out the true power of kinship. By the way, the cool guy who changed your outlook, what's he like? Is he more claudacious than me? You think he's a cool guy, huh? That's a given, no? Well, Naviru, he's actually... Whoa! I just realized I'm totally starving! Let's head back, report in, and grab a bite! Nein, was ist er jetzt? Ein Arschloch? Eine Doofnase? Ein Wirbelhirbel. Ich will den angreifen. Weil so ein komisches Gummihuhn ist. Sehr gut. Süß. Naja, hat gelangt, aber trotzdem süß. Sehr gut.
Gummihuhn, ey. Für mich ist das immer noch ein Gummihuhn. Ich weiß nicht warum. Weil er irgendwie gummimäßig aussieht. Peng. Er ist gleich weg. Sehr gut, beide. Alter Wirbelwind. Ah, so kurz vor Level Up, Mensch. Naja, wir kommen noch Level Up, keine Angst. Da kommen wir eh nicht hin zu dem. Also gehen wir nach Dorf Kuan. Ja, haben wir doch was. Schön. Ah, kein Level Up. Jetzt aber. Koop-Aufruf Kongolonga. Achso, das war der Affe. Ungebetene Lichtshow. Weiß ich nicht, wen wir dagegen besiegen mussten, aber ist ja egal. Hier mussten wir einen Barot besiegen und Level-Ups. Ja, sehr schön. Wir müssen uns so hart leveln wie möglich. Tobi Kadachi. Lieblingsding, einreichen. So. Ein gebetene Lichtshow war der Gyrokopter. Ah, cool. Da habe ich ja sogar richtig. Tarnexperte im Namen des Schlamms, der Barots. All das, was so um uns herum wuselt. Chief? Weil wir können eigentlich auch mal ganz kurz hier mal wieder gucken. Welcome. Verbessern. Waffe. Flammenzahn. Dankeschön. Nimm mich doch gerne an. Sehr schön. Sehr schön. Damit ist er besser. Können wir auch das Prügelschwert? Das brauche ich denn für das Prügelschwert. Kicherwacherpelz. Da habe ich nicht viel von, oder? Der Clusterhammer. Ach, das war ja das Insekt. Das habe ich auch ewig nicht mehr gesehen, das Insekt. Stimmt, das wollten wir ja mal aufbessern. Den habe ich aber ewig nicht mehr gesehen, das Insekt. Das ist natürlich ein bisschen, ne? Den Rest gucken wir uns später mal an. Also morgen, doch morgen, für euch morgen im Livestream. Dann haben wir da ein bisschen mehr Zeit für und brauchen nicht die Folge damit bedödeln. Nicht die Folge damit belästigen. Hi. Gute Nachrichten, Oberhaupt. Wir haben etwas Tobi Kadachi-Fell mitgebracht. Prima, dass wir die letzten Windmühlen fast wieder zum Laufen bringen. Beinahe? Ich dachte, sie läuft damit bereits. Ihr könnt den letzten Teil, den wir brauchen, in der Kluftfelsenhöhle holen. Du kannst dich darauf verlassen, dass dir diese legendäre Felnia bei allen hilft, Oberhaupt. Gut, gut. Geh zu den Windmühlen. Ein Dörfler wird euch dort über die Details aufklären. Aber natürlich... Alles Arschlöcher. Nein, es kennt doch. Doch, sind Arschlöcher. Die nutzen uns aus. Die klauen unsere Jobs. Nein, die geben uns zu viele Jobs. Die geben uns zu viele Jobs. Na, was gibt's?
there! The windmill's close to completion from the looks of it. What else do you need? Someone pinch me. It's the legendary... Yeah! Ryder! Say what? Don't you mean legendary feline? Chief says you need parts for the windmill? yes. Thing is, I'd need to go to the Jagged Rock Cave to get them, and it's not safe to go in. What? Why not? There's something in there that attacks people. Not a sound to warn you, and you're knocked out. It doesn't make a sound? It's true, I tell you. I'm not setting foot in that cave until someone sees to it that it's safe. Not gonna pretend it doesn't sound a little scary, but if we band together, we've got nothing to fear. Good luck. The windmill parts from that cave are the last pieces I need. The windmills really are impressive. Aren't they? They symbolize the strength of the bonds between us. They do? Ask anyone and they'll say the same. Without Avinia, there'd be no windmills here now. Huh? Come on, let's go to that cave. Yeah, good idea! Die letzten fehlenden Teile für die Windmühle können in der Kluftfelsenhöhle gefunden werden. Allerdings wurde jeder, der je versucht hat, die Höhle zu betreten, von einem unbekannten Wesen angegriffen, das Angst unter den Dörflern verbreitet. Du gibst nicht nach und betrittst die Höhle. Und da vorne ist ein Goldbau, den betreten wir jetzt erstmal. Ich weiß, wir frieren, aber ist egal. Ich will jetzt kein Nebel aufbrauchen. Vorsicht, ich muss hier rennen. Vielleicht kommen wir ja ohne Kampf durch. Ach ja, wir haben ja noch ein Ei. Müssen wir auch gleich nochmal ausbrüteln. Hi. Fuck man, ich will auch... Na, muss ich nicht? Das war knapp. Das war ein bisschen knapp. Ja. Oh, ich mag den Anjan. Hi. Warum schläft ein Barob zusammen mit einem Anjanjat? Nope. Ja, nehmen wir mit. Sieht aus wie ein Tobi Kadachi von der Farbe her. Keine Ahnung, ich würde den Tobi Kadachi blau einschätzen. Nehmen wir mit. Was so schön funkelt. Im Regenbogen. Den nehmen wir mit. Aber von der Farbe her würde ich das als Tobi Kadachi einordnen. Das Ei davor würde ich sagen... Aus dem Weg. Ich muss hier mal durch. Ich weiß nicht, was ich mit den ganzen Fallen geräten soll. Außer Fallen und Geräten. Dann gehen wir die nämlich noch schnell ausbrüten. Und wir können gucken, was unsere Erkundungstour gemacht hat. Schön, dass sie auch Level abgehen und alles. Asarius-Träne. Eier ausbrüten. Ein Baroth. Okay, dann ist das andere bestimmt ein Jade-Baroth, oder? Das andere ist ein hundertprozentiger Jade-Baroth, sag ich doch. Es waren nämlich dieselben Eier, nur in einer anderen Farbe. Naja, okay.
Ist genehm, Prinz, vornehm. Ritos. Der Lamborghini hier, ne? Ich weiß doch nicht, was ich mit denen soll. Da ist der Baroth, der Jade Baroth. Elektrizität und Blau. Fähigkeitssiegel auf. Nee. Hat aber nichts von, ne? Kann das sein? Ich habe ihm nichts davon, wenn ich ihm irgendetwas gebe. Kann das sein? Also nichts von denen dödeln. Kann natürlich das geben, dann hat er noch ein bisschen. Ach komm, warum nicht? Ich brauche doch den Bären nicht. So hat er 10% mehr von den anderen. Zack. Von seinem Angriff. Bist noch gar nicht frei dafür. Warum hast du eigentlich kein Regenbogen-Gen in dir? Frag für einen Freund. Eigentlich müsstest du voll auf Technik gehen und nicht auf Stärke, ne? Füge einen Gegner einen leichten, nicht elementaren Schaden zu. Ich hätte ihn aber gerne schon in der Mitte. Ich mach's einfach so, ja. Der hat noch nicht so ein Gen, jetzt hat er so ein Gen. So, du müsstest aber rein theoretisch Feuer und Technik kriegen. Aber das habe ich hier ja gar nicht für dich. Ich nehme noch ein bisschen Feuer. Heldentat. Versteckt Angriffe geringfügig bei. Ja, nutzt der Sprengstoff? Ja, eigentlich nicht, ne? Aber können wir nicht ihnen Sprengstoff geben? Können wir nicht dir das Sprengstoff-Gen geben? Weil im Endeffekt machst du doch mit seinen Feuerspucken Sprengstoff. Von der Theorie her. Bitte sehr. Ach, ich mag ihn. Jetzt haben wir ja auch nichts Feuermäßiges. Nö. Na gut. Sie sind auf Erkundungsgruppe. Wir haben ein bisschen was zusammengefügt. Das ist jetzt immer irgendwie weiterbringen, keine Ahnung, aber ist ja auch egal. So, was aber nicht egal ist, ist, dass wir jetzt Feierabend machen und, ja, morgen dann im Livestream, bisschen Livestream. Was hier oben? Ach, hier wohnst du. Bisschen proletenhaft, findest du nicht auch? Naja, lass die proletenhaft wohnen. Nein, morgen im Livestream machen wir dann, ja, ich gehe mal von aus, dass wir Eiersuche, vielleicht so ein paar Turniere, irgendwie sowas. Und dann da und mit uns beschäftigen, dass wir eventuell es schaffen, das königliche Mammut zu kriegen. Keine Ahnung. Meine Stimme wird höher.
Das wäre auf jeden Fall cool, wenn das irgendwie klappen würde morgen. Oh, das würde ich so feiern. Aber ich glaube noch nicht wirklich dran. Wir sind noch nicht wirklich stärker geworden. Wobei wir eine bessere Waffe haben. Nur rüstungstechnisch müssen wir nochmal gucken. Wir müssen ja auch überleben. Wir sollen ja nicht nur Schaden machen, wir müssen ja auch überleben. Rein theoretisch ist das Überleben das Wichtigere als Schaden machen. Na gut, ich bin jetzt aber raus und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.